Hallihallo, heute mal eine ganz andere Perspektive. Ich nehme euch heute einfach mal mit zu DM und zu Rossmann. Ich war zwar schon einmal da, da habe ich ja die BH Kosmetik Palette gekauft, aber da wollte ich ja eigentlich gar nicht einkaufen. Und jetzt brauche ich so dies und das, so ein bisschen was zum Putzen. Und ach, ich gucke einfach mal mit euch heute zusammen, was es da so Neues gibt. Ich fahre jetzt los. Oh. Die Musik ausmachen und dann geilert los. Gleich sind wir da. Tschüss. Ich bin jetzt angekommen und jetzt laufe ich einmal ganz schnell zu DM und danach zu Rossmann. Vielleicht kann ich euch ja so ein paar Sachen zeigen, die ich so gerne mag. Und ja, ich weiß auch noch nicht. Ich starte jetzt einfach mal. Vielleicht kann ich ja euch so das eine oder andere Produkt zeigen, was ich gerne mag. Vielleicht entdecken wir ja auch ein paar neue Sachen. Ich bin auch selber ganz gespannt und ich werde das Video so machen, dass ich euch jetzt erstmal mitnehme zum Shoppen und werde noch gar nicht sagen, was ich gekauft habe. Und dann mache ich im Anschluss danach, denn zeige ich euch die Produkte, die ich dann letztendlich mitgenommen habe. Und ja, dann starten wir jetzt mal. Ich werde jetzt mal durch den Regen ab zu DM. Bis gleich. Die ist gut. Gut ist sehr gut. Das hier sind, glaube ich, ganz neue Produkte. Hier auch. Die sind ganz neu. Die hatte ich mal getestet, auch neu. Die ist gut, kann ich empfehlen. Und den Trockenshampoos mag ich immer das am liebsten. Das riecht ganz, ganz, ganz toll. Das riecht auch ganz gut, aber das mag ich am liebsten. Und das mag ich auch am liebsten. Das riecht auch richtig, richtig toll. Und neu wäre denn das von Bella Flex. Aber ich habe noch so viel, da werde ich jetzt noch kein neues mitnehmen. Ich muss erstmal verbrauchen. Beim Duschgel angelangt. Hier gibt es zum Beispiel das, wo es auch diese tolle Body Lotion gibt. Und kann man nur empfehlen. Ganz gut. Hier bei dem Produkt hatte mich das gestört. Der Peeling-Effekt war ganz gut, aber mich hatte das Ölige sehr gestört. Das war mir zu ölig. Ach guck mal, das ist auch neu hier. Fällt mir gerade auf. Aber das werde ich noch nicht mitnehmen, vielleicht beim nächsten Mal. Das ist mit Kokos und Himbeere. Nee, Pfingstrose. Oh, Kokos und Pfingstrose. Muss ich gleich an meine Freundin denken, die liebt Pfingstrose. Also Tipp. Tolles Duschgel. Soll ich das mal mitnehmen? Das könnte ich doch eigentlich mitnehmen. Ne? Und ihr dann schicken. Aber vielleicht lieber beim nächsten Mal. Ich überlege noch. Gibt es denn hier noch? Ach ja, das war auch ganz gut. Hatte mir auch sehr gut gefallen. Das hatte mir gar nicht gefallen. Das würde ich auch nicht noch mal kaufen, weil der Geruch ließ da zu wünschen übrig. Lieblingspeeling ganz toll. Und auch das hier. Oh, ganz, ganz große Empfehlung. Nee, das hier war das. Das Lilane. Das riecht mega. Große Empfehlung. Sonst ist hier nichts Weltbewegendes. Das gibt es da dann auch noch mal als Schaum. So. Ein Deo. Lieblingsdeo. Mag ich sehr gerne. Naja, die anderen sind auch ganz gut, aber. Och, man muss ja nicht alles haben.
Hier sind die kleinen Sachen, die finde ich immer gut für eine Reise oder für, ja, jetzt ist bald eine Klassenfahrt. Und das immer gut mitnehmen. Geht immer komisch, wenn man hier filmt, ne? Ich muss mich immer so ein bisschen verstecken. Lotion ist ja auch immer ein großes Thema, ne? Mal gucken, was ich euch da empfehlen kann. Was gibt es denn hier Schönes? Das scheint ja auch neu zu sein hier von Lavera. Ich habe auch noch nicht so ausprobiert. Die kenne ich, die sind toll. Ach guck mal, hier steht das auch. Ne, das ist aber falsch. Das ist ja das Peeling. Aber diese beiden kann ich empfehlen, auf jeden Fall da. Nee, kann ich gar nicht. Warte mal. Ach nee. Das Orangefarbene fehlt. Das mag ich lieber. Das hier ist so mit Kakaobutter. Das riecht sehr, sehr massiv, finde ich, nach Kakaobutter. Das ist nicht ganz so mein Geruch. Ich mag lieber das andere, das Tropische. Das finde ich aber hier nicht. Das ist nämlich dann orange. So wie hier. So orangig. Das mag ich lieber. Das Rote ist nicht so meins. Da unten ist sie, ne? Die tolle. Mal die Lotion. Hier, die hatte ich euch ja schon mehrmals gezeigt. Die gibt es auch noch mit Rosenwasser und mit Shea-Butter und Arganöl. Würde ich vielleicht auch irgendwann noch mal testen, aber erstmal muss ich diesen riesengroßen Pott leer machen. Hier sind die Packs, die ich mal getestet habe, aber ich finde, muss man nicht haben. Ich finde diese flüssigen viel schöner und da kann man auch ruhig die von Balea nehmen, mit Öl oder ohne Öl. Der ist auch toll hier. Ach, den würde ich auch jederzeit wieder kaufen. Von Garnier 2N1. Ganz, ganz tolles Produkt. Bei den Tüchern finde ich immer keinen großen Unterschied. Die finde ich immer alle ziemlich gleich. Masken habe ich das ja immer nicht so. Aber hier hatte ich eine neue entdeckt mit Vitamin C. Die ist vielleicht was für euch. Ansonsten gibt es hier nicht viel Neues. Fast das gleiche. Ist was Neues von L'Oreal, vielleicht für euch interessant. Ein 5% pur Glykolsäure Peeling Tuner. Vielleicht ist das was für euch. Und ein Haut Bilderneuerndes Waschgel, peelt ohne Mikroperlen, für glatte und strahlendere Haut. Vielleicht was für euch. Schnäppchenecke. Kann man ein bisschen Geld sparen. Den hatten meine Töchter mal, fanden sie richtig gut. Da war das ganze Badewasser gefärbt und roch auch ganz toll. Was für die Füße. Das kann ich empfehlen, das habe ich schon mal gehabt. Na. Das ist ganz gut. Es was Neues gibt, und zwar mit Mandarine und mit neu, das habe ich vorher nicht gesehen. Das Shampoo, hatte ich gelesen, soll ganz gut sein bei fettigem Haar. Da habe ich immer meine Wattestäbchen. Diese hier hatte ich letztes Mal mitgenommen. Wenn das die sind, die müssen ja immer eine platte Seite haben und eine, oh, ist das auf. Eine platte Seite haben und eine, nee, das sind die nicht. Den ich so toll finde, das ist die 030. Da muss man ein bisschen suchen. Es gibt ganz, ganz viel Auswahl. Da muss man ein bisschen suchen. Man muss die 030 wählen. Hier ist das Make-up. Hier sind die tollen Schimmerlidschatten. Die sind alle toll. Die kann ich auch alle weiterempfehlen. Hier das Grün, das Blau
vorne. Mascara ist jetzt hier nicht. Lippenstift, da ist er. Das ist der tolle Lippenstift. Das ist der Bronzer, den ich immer habe, die 020, ist aber jetzt ausverkauft. Den habe ich immer. Die kann man auch nehmen, die sind ganz toll. Und ansonsten... nichts. Warte, das ist der neue Produkt. Ein Lipstick, der die Farbe wechselt, soweit ich weiß. Lieblingsfoundation. Das ist die tolle Foundation. Die kann man auch nehmen, die habe ich auch getestet, auch ganz toll. Tolles Bronzepuder kann man auch empfehlen. Davon war ich nicht so begeistert. Hier sind zwei tolle Paletten, einmal Highlighter und einmal Bronzer, auch ganz schöne Farben. Hier kann man das sehen. Oh ne, kann man nicht sehen. Aber das ist wirklich schön. Blush müsste ich mal testen. Aha, guck mal hier. Liebe ich, 95 Cent. Die finde ich wirklich toll. Wenn die mal aus dem Sortiment geht, bin ich traurig. Der tolle Nudestift. Hier ist der tolle Nudestift von Trended Up. Ganz außen. Das ist auch neu, ne? Das sieht aus wie Lidschatten. Für Kinder, so zum Fasching. Und dann gibt es auch noch was von Manhattan. Was für die Augenbrauen. Die BH Cosmetic Lidschattenpalette. Es gibt ja echt viele schöne Sachen hier, aber ich brauche gar nicht so viel. Aber ein bisschen was habe ich mitgenommen. Habe ich geschafft. Nein, ich war eben noch Milch einkaufen bei Famila. Und auch mal ganz schnell zu Aldi. Ich brauchte noch so ein paar Lebensmittel. Und jetzt hüpfe ich ganz schnell rüber zu Rossmann. Und ich bin ein bisschen nass geworden, aber das ist nicht schlimm. Das ist eben heute das Wetter. Umso mehr freut man sich ja dann auch nachher zu Hause zu sein. So, da bin ich bei Rossmännchen gelandet. Und da hüpfe ich jetzt ganz schnell mit euch zusammen rein. Da habe ich was Neues entdeckt von Nivea. Ansonsten ist hier nicht viel Neues. Das meiste kennt man. Hier ist ja so ein Nachfüllding. Das finde ich auch immer ganz gut. Hier ist noch so ein Aufsteller. Masken und Seife. Kann man jetzt nicht sehen, ist ohne Silikone übrigens. Scheint ganz neu zu sein, habe ich so noch nie gesehen. Ist auch was Neues oder war mal was Neues, nicht mehr da. Ansonsten sehe ich nichts, was mich jetzt hier so reizen würde. Steht immer neu, 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 aber die meisten Produkte kenne ich schon. Das hier ist auf jeden Fall neu, das habe ich ja bei DM auch schon gesehen.
Ja, die ist gut, auf jeden Fall. Diese hier, oder ist der hell? Die kenne ich, die kenne ich nicht. Ich hatte das für getestet. Für sehr geschädigtes trockenes Haar und jetzt gibt es sie nochmal für normales und trockenes Haar. Das ist immer hier so ein bisschen meine Lieblingsecke. Hier stöber ich immer sehr gerne, weil hier gibt es immer so diese Herzsachen, finde ich. Immer so ganz schöne, liebe Geschenkideen. Das sieht nicht so schön aus. Das wurde leider eingedickt. Verstehe ich gar nicht, warum das Menschen machen. Das ist echt schade drum, weil es eigentlich super hübsch aussieht. Das ist der Duschschaum oder Duschmus, besser gesagt. Ja, hier findet man immer schöne Sachen zum Verschenken, finde ich. Und auch günstig. Hier, das hatte ich auch mal getestet, aber das war mir zu ölig. Die anderen Sachen kann ich weiterempfehlen, die waren alle gut. Das Trockenshampoo von Isana würde ich nicht weiterempfehlen, das fand ich nicht so gut. Ähnlich wie bei Rossmann, bei DM, ich bin ja bei Rossmann. Also schon ganz durcheinander im Kopf. So. Haarspray nehme ich immer ein ganz einfaches. Hier riecht es immer schön. Das ist immer tolle Sachen, die kann man auch immer gut verschenken. Ne? Ein Glas mit was drin, mit einer Kerze drin oder so ein paar Steinchen oder so, finde ich auch immer eine tolle Geschenkidee. Duftsachen und da oben wieder so süße Sachen. Hier so eine Geschenktütchen habe ich auch immer zu Hause, weil ich finde das immer sehr praktisch, das einfach da zu haben. Das sieht immer netter aus, wenn man etwas in einer Geschenktüte hat, was man so verschenken möchte. Und ich finde immer das Preis-Leistung ganz gut. Ne? 1,79 ist ein bisschen Auswahl, kann man sich ein bisschen was raussuchen, was man mag. Dann hat man was zum Verschenken und wenn man dann so ein bisschen weitergeht, hat man hier auch so echt tolle Deko-Sachen. Obwohl die Deko-Sachen kaufe ich meistens bei Teddy. Da sind die immer ein bisschen günstiger, glaube ich, noch und mehr Auswahl. Aber zur Not, wenn man jetzt nicht die Zeit hat, also hier würde man auch was finden. Ein Turnschmuck, da gucke ich immer, wenn ich hier bin, muss ich mir immer angucken, die neuesten Kreolen. Oh, wie süß. Ist das niedlich? Das ist auch schön. Hier gibt es nichts Neues, soweit ich das sehen kann. Und das sind ja auch nicht so meine Produkte. Da hätte ich jetzt keine Empfehlung. Das sieht alles so aus, als wenn da bald wieder was Neues kommt. Ja. Die letzten Produkte. L'Oreal, alles leer gepickt. Das sind, glaube ich, so die neuesten von Maybelline. Und auch der Mascara. Der hier, den mag ich am liebsten. Der ist aber auch toll. Das sind die von Cena. Oh, ne? Ach, die mag ich am liebsten. Diese Nagelhärte hier. Auch eine große Empfehlung. Die haben mir wirklich geholfen und die finde ich am schönsten. Die bleiben wirklich eine Woche drauf. Ganz toll und stärken die Nägel. Ich habe was Neues entdeckt. Da. Ein Micellenreinigungswasser mit Vitamin C. Mhm. Sonst nehme ich immer das da. Das. Thank you.
Esther Bronzer. Noch nicht getestet, würde ich aber gerne mal. Das sind tolle Creme Rouge, ganz toll. Habe ich schon getestet, sind sehr gut. Lieblingsnagellack. Und die auch alle. Hier braucht man aber immer erst eine Base. Dann macht man diese HD-Gels rauf. Und danach kommt dann der Coat. Der hier, glaube ich, war das. Oder? Wo ist denn der Coat? Ist das der? Ja, ich glaube, das ist der. Jetzt weiß ich das gar nicht mehr. Habe ich zu Hause. Toll. Und das ist nichts für mich. Ich muss mich immer ein bisschen verstecken. Manchmal habe ich das Gefühl, dass die dann extra hinter mir herlaufen, um dann zu gucken, was ich mache. Und dann laufe ich immer so ein bisschen rum. Und wenn ich denn nur Zeichen gebe, dann steht immer direkt hinter mir einer. Da kann ich nicht sprechen. Das ist gar nicht so einfach im Laden. Ansonsten ist der Laden hier fast leer. Ich mache das ja auch immer ganz früh morgens, wenn ich fast alleine bin. Ja. Maske ist das natürlich auch immer ein bisschen schwierig und ein bisschen doof vielleicht auch. Ich weiß auch gar nicht, wie das Video wird, ob das überhaupt in Ordnung ist, was ich hier mache. Aber ich habe gedacht, ach Mensch, ist mal was anderes, ne? Seid immer ein bisschen mitgenommen. Und ich kann euch die Sachen mal vor Ort zeigen. Das ist nämlich, ihr fragt ja so oft nach, welcher genau, welche Farbe und so. Und so kann ich euch das denn hier in den Regalen zeigen. Das war jetzt auch so Hintergrund dieses Videos, dass ich euch einfach so ein bisschen erzählen kann, wie sieht das genau aus am Regal, weil das ist dann für euch vielleicht ein bisschen einfacher, aber schwierig mit Mundschutz zu sprechen. Ich hoffe, ihr könnt mich auch gut verstehen. So, ich glaube, ich habe euch jetzt fast alles gezeigt. Ich wüsste jetzt nichts mehr, was ich da euch noch empfehlen könnte. Und demnach würde ich dann jetzt wieder gehen. Also mehr wüsste ich jetzt nicht. Ich glaube, ich habe euch soweit alles gezeigt. Achso, vielleicht nochmal die Bürste von Essence für die Augenbrauen. Die kann ich euch auch nochmal zeigen. Da ist die Bürste von Catrice. Habe ich gerade Essence gesagt? Ich hoffe nicht. Also diese Bürste hier, sieht alles so leer gefegt hier aus. Naja, kriegen wahrscheinlich neue Sachen. Die finde ich gut. Die benutze ich. Gerne. Benutze ich gerne, wollte ich sagen. Ja. Das ist eigentlich auch eine ganz schöne Palette, ne? Den mochte ich auch. Mhm. Hier so in der Reinigungsabteilung gibt es ja dann eigentlich auch immer das Buch. Ich bin beinahe ins Regal geflogen. Gibt es ja auch eigentlich immer dieses Reinigungsöl, aber das ist ausverkauft. Der hat mir nicht so gut gefallen, da mochte ich den Geruch nicht so gerne. Nee, also hier kaufe ich immer nur das Reinigungsöl. Und sonst finde ich hier nichts. Jetzt kommen hier die Schulsachen und da muss ich einiges für meine Kinder mitnehmen. Das hier habe ich gerade noch entdeckt, das sieht hier auch interessant aus. Das habe ich ja noch gar nicht gesehen. Ein neues Peeling. Nein, ich nehme es nicht mit, keine Ahnung. Ich habe ja genug. Würde ich gerne. Das sieht echt verführerisch aus und riecht bestimmt auch ganz toll. Macadamiaöl und Orchideen. Nein, ich verbrauche erstmal, was ich habe. Kissenspray mit Lavendel finde ich auch gut. Also nicht schlecht. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr verführerisch aus. Nein, böse. Ich wieder im Auto und kann nach Hause fahren, mache mir einen schönen Kaffee
und dann zeige ich euch dieses Video. Das heißt, jetzt zeige ich euch erstmal, was ich wirklich alles mitgenommen habe. Ich habe ja nicht alles gekauft, obwohl ich hätte ja, gibt ja immer so viele schöne Sachen. Nein, ich habe ein bisschen was mitgenommen, ein bisschen. Das zeige ich euch gleich, also bis gleich. Und dann zeige ich euch, glaube ich, am Ende des Videos auch nochmal die Ideenwelt. Und jetzt sage ich euch einfach nur so ein bisschen was dazu, was ich gekauft habe. Ich brauchte diesmal Schulsachen. Ich habe Schulsachen gekauft und ja, Meerschweinchenstreu wie immer. Und ja, so Zebra-Rollen und so, was man so alles braucht, natürlich auch so ein bisschen zum Putzen. Mal wieder diese Zitronensäure für die Duschkabine, die sieht immer schlimm aus. Naja, klar, bei 5 Leuten, wenn die alle immer duschen, dann sieht es natürlich dementsprechend aus. Aber mit Zitrone bekomme ich das besser weg als mit Essig, komischerweise. Na gut, starten wir. Also, ich habe nicht so mega viel gekauft, aber schon ein paar interessante Sachen, die ich euch sehr gerne zeigen möchte. Vielleicht ist das ja dann auch was für euch oder ihr sagt, ach Mensch, siehst du, das wollte ich auch noch machen. Zum Beispiel die Füße. Und ich liebe Produkte, die mir so ein bisschen die Arbeit erleichtern und mich im Alltag einfach so ein bisschen, ja, die mir so ein bisschen im Alltag das Leben etwas leichter machen. Und das finde ich, es macht dieses Produkt auf jeden Fall. Das ist ein Fuß- und Hornhautentferner. Das sind Socken von Balea mit Fruchtsäure, Peeling, Minzöl und grünem Tee. Und wenn ich mich nicht irre, sind das die, wo so im Nachhinein, ich glaube innerhalb von 2 Wochen oder so, geht dann da, ja, hier steht es drauf, samtweiche Füße nach 2 Wochen. Genau, ich dachte jetzt eben schon, hoffentlich ist es auch das, was ich wollte. Genau das wollte ich. Das ist immer komisch, man fühlt sich wie so eine Schlange. Ne? Übrigens, ich glaube, um die 4 Euro super Preis-Leistungs-Verhältnis. Also die trägt man dann so um die 20 Minuten oder halbe Stunde. Und dann wird es nach ein paar Tagen komisch. Erst merkt man nichts, man denkt so, hat die jetzt überhaupt was gebracht? Und dann geht's los nach ein paar Tagen. Da pellt sich die Haut ab. Das ist ganz komisch. Also dann fühlt man sich wie so eine Schlange, die sich enthäutet. Und so nach und nach, man kann das dann auch immer so ein bisschen abziehen. Das tut auch überhaupt nicht weh. Es ist nur komisch, wenn man das nicht kennt. Aber, und da wirklich nach 2 Wochen habt ihr wirklich babyweiche Füße. Das ist echt, das ist so eine Arbeitserleichterung. Ich liebe das. Also, die werde ich mir immer mal wieder kaufen. Also, ich weiß nicht, so 4-mal im Jahr oder so brauche ich die bestimmt. Einmal noch, nachher noch mal kurz vorm Sommer. Ja, aber warum nicht im Winter auch gepflegte Füße haben? Also, ganz tolles Produkt, was einfach arbeitet, während ich arbeite. Das ist doch super. Arbeiten wir beide zusammen. Dann habe ich mir eine Sprühkur gekauft. Diese Sprühkur wurde empfohlen von einem Friseur bei YouTube. Das hat mich interessiert, weil ich ist ja nicht so, dass ich alle jetzt überreden will, Asam zu benutzen. Also so ist es ja nun nicht. Ich bin halt nur sehr überzeugt davon, weil es mir geholfen hat. Aber trotzdem bin ich auch immer begeistert, wenn es Produkte gibt, die genauso gut sind oder genauso gut funktionieren. Und er hatte diese 2-Phasen-Sprühkur empfohlen. Und da bin ich neugierig. Und das möchte ich gerne testen, ob ich damit auch so glücklich bin. Habe ich natürlich gerne gekauft, weil da ja auch kein Silikon drin ist und gar nichts. Und für mich sah das schön aus. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber ich stehe gerade total auf Frühlingsfarben und Vitamin-C-Produkte. Ich weiß auch nicht. Ich habe irgendwie vom Winter, obwohl wir ja noch nicht mal richtig Winter hatten, jedenfalls nicht hier im Norden, aber irgendwie, ich möchte Sommer haben. Ich möchte Sommer und Frühling haben. Ich freue mich irgendwie so auf Farben und so. Ich mag auch am liebsten gerade so am Auge so richtige schöne, frische, blumige Töne. Ja, vielleicht deswegen. Nee, ich will es aber auch testen. Das ist auch ein Grund. Ja, und dann habe ich noch mal eine Cremeseife Vanille mit Beeren gekauft. Die brauchen wir immer. Das ist so ein Auffüller. Und ich schnupper mal für euch. Oh ja. Oh, das riecht ganz, ganz toll. Ah, oh, das riecht so richtig nach Beeren und Vanille. Das, wenn man das mag, das riecht wie so ein leckerer Fruchtjoghurt. Das ist total lecker. Echt. Jetzt noch mal kurz. Ganz toll. Mega Geruch.
die sind eigentlich immer ganz gut. Da kaufe ich immer so mal im Wechsel mal von Balea, mal von Isana. Da teste ich immer gerne mal was Neues. Und ja, die sind immer gut. Feuchtigkeit spenden und so weiter. So, dann war ich bei Rossmann. Und ich sag ja, ich hatte irgendwie heute so einen Vitamin-C-Tick. Ich war beim Kaufen. Ich weiß auch nicht. Ja, das ist ein neues von Garnier. Und ich habe ja immer das hier eigentlich. Immer. Ist noch was drin, ne? Damit mache ich ja immer meine Pinsel sauber, aber ab und zu mache ich damit auch mein Gesicht. Finde ich einfach auch gut. Ich mag das. Und das möchte ich so gerne mal ausprobieren. Ich weiß nicht, warum. Es war so schön gelb. Ich musste das kaufen. Das wird bei mir auf jeden Fall immer verbraucht. Ich brauche die immer für alles Mögliche. Auch wenn ich mal hier auf der Hand so meine Swatches mache oder so. Ich habe dann immer irgendwie so ein Tuch und mit diesem Garnier Reinigungsmizellenwasser geht das immer so richtig schön ab. Und das möchte ich mal ausprobieren. Jetzt werde ich mal für euch schnuppern, ob es irgendwie anders besser oder so riecht. Riecht sehr angenehm und sehr frisch. Boah, das riecht gut. Mhm. Mal aufmachen. Mal richtig, geht das auf? Nee, geht nicht. Nee, richtig aufschrauben kann ich es jetzt nicht. Will es auch nicht kaputt machen. Ne, riecht sehr angenehm. Also könnt ihr auch gerne mal testen, wenn ihr auch neugierig seid, so wie ich. Ich mag die alle gerne von Garnier. Ich finde die alle toll. Hier ist halt Vitamin C drin. Das ist wirklich, also, das habe ich ja mal gemerkt, wo ich hier Puder genommen habe, diese Gesichtsmaske, ne? Wo ich die jeden Tag einmal ausprobiert habe. Ich habe die auch noch immer noch. Und also das war wirklich komisch, dass das Gesicht da wirklich immer heller wurde. Also Vitamin C ist wirklich, also ist ja auch nachgewiesen, ne? Dass das so ein bisschen für Helligkeit sorgt, so für Strahlen. Und wie hat man das strahlende Haut? Das kann man aber nicht erklären, das muss man erleben, sonst hört sich das wahrscheinlich komisch an für euch. Strahlen. Haut, alles klar. Ja, muss man am besten ausprobieren. So, und dann habe ich das hier gefunden. Das muss ich ausprobieren. Ihr wisst ja, ich bin ein Peeling-Fan. Ja, will ich einfach mal gucken. Cremedusche, Peeling. Bin ja sonst nicht so ein riesengroßer Nivea-Fan. Wisst ihr, seht ihr bei mir fast nie. Aber warum nicht ein Creme-Peeling mal ausprobieren? So, jetzt fühlt euch ganz lieb gedrückt vor mir, wenn ihr möchtet. Bleibt auf jeden Fall gesund. Lasst euch bloß nicht ärgern von den doofen Leuten, von den doofen Menschen. Und jetzt einfach noch so ein bisschen Information, was gibt dort denn Neues in der Ideenwelt. Tschüss.